Ja, wir sind jetzt hier heute in der Offenbacher Innenstadt und jetzt werden wir die Leute befragen, was sie so von E-Rollern halten. Also grundsätzlich denke ich, dass E-Roller auf jeden Fall eine gute Alternative sind, um mit denen irgendwie unterwegs zu sein. Aber ich glaube auch, dass es ein sehr großer Aufwand ist, sich da immer drum zu kümmern, dass die nicht alle irgendwie im Weg rumstehen, dass sie nicht irgendwie kaputt gemacht werden. Deswegen denke ich, man kann es auf jeden Fall noch verbessern, das ganze Prinzip, aber ist schon mal eine gute Idee. Ja, sind ganz nice, können wir überall schnell hinfahren, aber am Ende liegen die in Frankfurt immer am Main. Von E-Rollern? Kommt halt darauf an. Also allgemein ist schon eine gute Idee, also du weißt schon so Transport für alle. Aber wenn du halt auch siehst, wie halt manche Leute fahren und dann... Aber ich meine, du kannst genau das Gleiche sagen über halt diese elektrische Rollstühle eigentlich, weißt du? Das ist dann halt so Grauzone. Ja, erstens mal Katastrophe, weil sie überall rumflattern, rumfliegen. Die Leute sind nicht ordnungsbewusst, dass sie dementsprechend an die Plätze stellen. Außerdem ist also zu sagen, dass sie durch die Stadt fahren, die Leute fast umsegeln. Ja, teilweise zu dritt und zu viert auf den Roller schon mittlerweile stehen. Ja, die Verkehrsunsicherheit stören eigentlich mitunter auch teilweise. Und es ist halt ein Problem, wenn das alles richtig und ordentlich geführt und gemacht werden würde. Die liegen ja sogar in der Gebüsche teilweise da hinten, da wo ich wohne, an der Stadthalle. Ne? Sind die regelmäßig immer da am Waldweg, ne? Flattern die da rum, genauso wie mit den Fahrrädern. Ist genauso ein Thema und so ein Problem. Ne? Und es hat eigentlich im Prinzip ein Für oder ein Aber, ne? So wie es für alles im Prinzip ist. Ne? Ja, das ist so meine Meinung zu der ganzen Angelegenheit. Ne? Ja, also das waren sie jetzt, unsere Interviews, die wir geführt haben. Also es gab schon durchaus positive Meinungen dazu, aber kritisiert wurde halt eben auch der Umgang, vor allem der Umgang mit den E-Rollern, wie sie benutzt werden. Und ja, dazu kann man nur sagen, schalte beim nächsten Mal wieder bei der Frage der Woche ein.